Ja, schön, dass Sie hier vor Ort dabei sind und auch online eingeschaltet haben und sich für das Thema Partizipation ermöglichen, die Stimme der Studierenden in der Lehre nutzen, interessieren. Wir alle kennen vermutlich dieses Bild einer klassischen Lehrperson, die als alleinverantwortliche Expertin oder Experte vorne steht und für die Planung, Durchführung und Organisation sowie die Prüfung von Lehrveranstaltungen verantwortlich ist. Und davon wollen wir so ein bisschen wegkommen, hin zur geteilten Verantwortung, wo Studierende, Lehrende und HochschuldidaktikerInnen gemeinsam Verantwortung für den Lernprozess übernehmen und auf Augenhöhe gemeinsam eine positive Lehr- und Lernerfahrung schaffen. Wir sind vom Projekt Students University, das ist ein Drittmittelprojekt, wann das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird und am Dahlem Center for Academic Teaching der Freien Universität Berlin ansässig ist. Unsere Hauptaufgabe und auch unser Hauptziel war es, Lehrentwicklungsprojekte zu begleiten. Da gab es insgesamt 5 Lehrentwicklungsprojekte in verschiedenen Fachbereichen. Und eine Besonderheit war, dass es darum ging, dass Lehrende, Studierende und DidaktikerInnen gemeinsam Herausforderungen identifizieren und auch diese versuchen zu lösen. Und das ging über einzelne Lehrveranstaltungen hinaus, also sollte einzelne Module oder vielleicht auch einen ganzen Studiengang betreffen. Genau, das heißt, wir haben versucht, die studentische Partizipation und die geteilte Verantwortung als Chance zu nutzen. Wir wollten so ein bisschen wegkommen von dieser eindimensionalen Perspektive auf ein Problem hin zu einer multiperspektivischen Sichtweise, wo halt diese verschiedenen Statusgruppen gemeinsam auf eine Herausforderung schauen. Und heute soll der Fokus vor allem auf den Studierenden liegen. Warum eigentlich studentische Partizipation? Das wissen Sie vermutlich alle. Hier sind ein paar von den positiven Effekten aufgeführt. Wir haben vor allem von dieser erhöhten Transparenz profitiert und eine gesteigerte Motivation und ein höheres Engagement bei den Studierenden erleben dürfen und damit einhergehend halt auch ein besseres Verständnis der verschiedenen Statusgruppen für die Lernprozesse und auch für didaktische Entscheidungen. Wir haben die Methode Design Thinking eingesetzt bei uns und haben uns da an der Methode des Double Diamond orientiert. Das ist eine benutzerinnenzentrierte Methode. Das heißt, die Methode an sich erlaubt es schon, dass die Studierenden im Fokus stehen und einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Es gibt einmal diesen Problemraum und den Lösungsraum, die jeweils geöffnet werden. Also man beginnt mit einer Herausforderung vielleicht und schaut, okay, was könnte da alles dahinter liegen? Was gibt es für Probleme? Was sind Herausforderungen? Was sind vielleicht noch offene Fragestellungen? Und schaut mit Studierenden und anderen Statusgruppen gemeinsam, was taucht da alles auf, um dann wieder zurückzukommen zu einem zentralen Thema oder zu einer zentralen Herausforderung, die man bearbeiten möchte, um dann nicht direkt die erste Lösung, die einem einfällt, umzusetzen, sondern wieder den Lösungsraum zu öffnen, wieder gemeinsam zu schauen, möglichst viele Stimmen zu hören, möglichst viele Perspektiven einzufangen, kreative Ideen auch zu generieren und dann gemeinsam zu entscheiden, welche Lösungsansätze sollen vielleicht erprobt und später auch implementiert werden. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeige ich gleich anhand von zwei, oder wir zeigen das anhand von 2 Beispielen aus unseren Lehrentwicklungsprojekten. Wir haben einmal in der Bioinformatik ein Lehrentwicklungsprojekt durchgeführt. Da ging es um die Studieneingangsphase. Eine Lehrperson ist auf uns zugekommen und sagte, bei uns im Studiengang, da brechen irgendwie mehr Studierende ab zu Beginn des Semesters als im Vergleich zu anderen Studiengängen. Wir haben die Vermutung, das könnte an den mangelnden Mathematikkompetenzen liegen oder an der fehlenden sozialen Eingebundenheit. Wir wollen da irgendwie was machen, wissen aber nicht genau, liegt es daran, könnt ihr gemeinsam was gestalten? Und dann haben wir gesagt, gut, wir fragen die Studierenden als ExpertInnen ihrer selbst, was ist denn die Herausforderung? Haben ganz viele Blitzinterviews durchgeführt mit Studierenden und dabei verschiedene haben offene Fragen gestellt, gefragt, was sind denn eigentlich eure Herausforderungen, wie seid ihr damit umgegangen, was hättet ihr euch noch gewünscht und haben das dann alles notiert und geclustert und dann auch wieder gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden geschaut, was sind die zentralen Themen, die wieder auftauchen. Und es waren halt so organisatorische Fragen, dann da die soziale Eingebundenheit tatsächlich eine Herausforderung und natürlich auch so ein bisschen der Lernstoff, dass es da teilweise Schwierigkeiten gab.
Besonders interessant war, dass diese Herausforderungen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt am Anfang aufgetreten sind, sondern über das gesamte Semester hinweg eigentlich so verschiedene Schnittstellen oder Ansatzpunkte waren, wo halt bestimmte Herausforderungen besonders stark waren. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen also gucken, an diesen verschiedenen Stellschrauben, was können wir da für Lösungen generieren. Auch da haben wir uns wieder gemeinsam zusammengesetzt, haben einen Workshop gemacht und geschaut, okay, was sind Ideen, was sind Einfälle, was könnte man da machen, und sind letztendlich zu verschiedenen Maßnahmen, zu verschiedenen Zeitpunkten gekommen. Eine Maßnahme, die wir erprobt haben, war ein Erstibrief, der noch vor Semesterstart an die Erststudierenden geschickt wurde, wo so organisatorische Fragen geklärt wurden. Also wo finde ich eigentlich Ansprechpersonen oder was muss ich am Anfang schon installiert haben, damit ich dann gut vorbereitet ins Studium gehen kann und mehr Zeit habe für den Lernstoff. Dann gab es zur sechsten Woche eine Methodenwoche, die eingeführt wurde, wo die Studierenden keine Hausaufgaben aufbekommen haben, sondern Zeit bekommen haben, um so einen angeleiteten Reflexionsprozess durchzuführen mit HochschuldidaktikerInnen gemeinsam, um ihren eigenen Lernen oder ihr eigenes Lernen so ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, wo habe ich noch Herausforderungen, was muss ich vielleicht noch angehen. Und es wurde mehr auf die Lernprozesse an sich fokussiert. Und dazwischen haben wir noch mit einer Lehrperson vereinbart, dass es eine Kennenlernzeit in den Vorlesungen geben soll. Und zwar haben die ersten 5 bis 10 Minuten sozusagen, wurde es so ein angeleiteter Kennenlernprozess eingeführt, weil die Studierenden in Gruppen oder in Paaren immer die Übungen und Hausaufgaben durchführen sollten. Und da stellte sich heraus, dass es gar nicht so leicht ist für viele Studierenden, da geeignete Kommilitonen zu finden oder auf sie zuzugehen. Und deswegen wurde da Zeit extra für eingeräumt. Genau. Das zweite Lehrentwicklungsprojekt war am John F. Kennedy Institut. Da ging es um die Neugestaltung eines Curriculums der Nordamerika-Studien. Da war der Wunsch, dass das ein bisschen studierendengerechter gestaltet wird oder auf die Studierbarkeit auch so ein bisschen geprüft wird und dass die Interdisziplinarität so ein bisschen angeschaut wird. Da haben wir mit TutorInnen und Studierenden so eine Student Journey Map ausfüllen lassen, wo über diesen Zeitraum des Semesters oder des Studiums sozusagen eingetragen werden konnte, wann ist der Workload besonders hoch, wo tauchen verschiedene Herausforderungen auf, wann ist der Lernstoff vielleicht besonders stark, und dann konnte man noch einzelne Aspekte und Themen eintragen, die einem besonders wichtig waren. Und diese Journeys wurden dann als Grundlage genutzt für eine Fokusgruppe. Auch da kamen wieder aus allen Statusgruppen verschiedene AkteurInnen zusammen und haben überlegt oder Ideen generiert, was könnte man vielleicht verändern, was müsste vielleicht zeitlich ein bisschen angepasst werden. Gibt es Seminare, die methodisch oder inhaltlich ein bisschen angepasst werden sollen? Ein großes Thema war auch das Auslandssemester, weil es da verschiedene Aspekte gab, die zu berücksichtigen sind, und dann wurden Lösungsvorschläge generiert und diese wurden dann in die Ausbildungskommission gegeben. Und jetzt schauen wir, was die daraus machen. Eine Sache, die schon umgesetzt wurde, ist ein lehrfreier Tag. Der wurde sich gewünscht. Das heißt, es gibt jetzt dort einen Tag, wo es keine Lehre gibt und wo sich aber Studierende und Lehrende dennoch treffen und gemeinsam über Lernprozesse und die Lehre sprechen können. Ja, wenn man jetzt studentische Partizipation so ein bisschen in die Theorie einordnen möchte, gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Wir haben so ein bisschen uns an Mayberger orientiert und auch hier sieht man, es gibt verschiedene Abstufungen von studentischer Partizipation. Also auch Mitwirkung, das wären bei uns die Blitzinterviews zum Beispiel, kann eine studentische Partizipation sein, einfach dadurch, dass eine Transparenz geschaffen wird und auch nach Meinungen gefragt wird und man auch offen dafür ist und damit arbeitet. Die Mitbestimmung haben wir zum Beispiel in Form der Fokusgruppen durchführen können, weil da wirklich alle eine gleichberechtigte Stimme hatten und man sozusagen demokratisch so ein bisschen überlegt hat oder auch abgestimmt hat, was wird jetzt als nächstes erprobt. Und die Selbstbestimmung konnten wir in unserem Projekt ermöglichen, indem zum Beispiel eine Studentin ein Barcamp selbst inhaltlich sich überlegen, strukturieren und organisieren konnte.
damit die Methoden auch alle auf jeden Fall hängen bleiben und Sie die vielleicht selbst einsetzen, gehen wir darauf nochmal kurz ein. Das Blitzinterview ist tatsächlich eine Methode, die es erlaubt, innerhalb von kurzer Zeit ein gutes Stimmungsbild abzufragen. Auch wenn man zum Beispiel denkt, es gibt da Herausforderungen oder irgendwas ist schwierig, dann kann man mit relativ offenen Fragen die Studierenden ansprechen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich mit so einer Haltung von Interesse auf die Studierenden zugeht, dass die sehr gerne von sich berichten und die kennen halt ihre Herausforderungen auch am besten. Deswegen sollte man das auf jeden Fall nutzen, wenn man selbst nicht die Zeit hat, als Lehrperson jeden einzelnen Studierenden oder Studierende zu befragen, kann man die Studierenden sich auch gegenseitig befragen lassen. Kann sagen, hier, ich habe einen Leitfaden mit 3 Fragen vorbereitet, geht mal in Paaren zusammen, interviewt euch zu den Themen, haltet es schriftlich fest und dann sammelt man es ein, kann das auswerten und hinterher wieder transparent machen, was macht man mit den Ergebnissen, was hat man vielleicht daraus gewonnen. Die Student Journey Map, das ist so eine visuelle Methode. Ich sollte auf gar keinen Fall den schwarzen Knopf drücken. Das ist eine visuelle Methode mit so einer X- und Y-Achse, wo man über einen selbstgewählten Zeitraum so Verläufe eintragen lassen kann. Also man kann sagen, ich möchte schauen, okay, wie fandet ihr diese eine Lehrveranstaltung in Bezug auf eure Motivation, eure Aufmerksamkeitsspanne, auf das Interesse von den Themen. Ich kann aber auch eine ganze Lehrveranstaltung anschauen oder ein ganzes Semester und kann das auch so ein bisschen abwandeln und einzelne Aspekte noch mit eintragen. Genau, es ist auch relativ schnell und unkompliziert und man kann es super gut nutzen als Grundlage für zum Beispiel eine Fokusgruppe. Wenn man schon weiß, ich habe ein bestimmtes Thema, das möchte ich mit Studierenden mir anschauen, dann kann man diese Journey Map vorher ausfüllen lassen und das führt dazu, dass auch ruhige Studierende etwas haben, an dem sie sich zum Beispiel festhalten können. Dann kann man darauf eingehen, fragen, warum haben Sie da diesen Verlauf eingezeichnet? Ah, ist ja interessant, wie ist es dazu gekommen? Und dann ist man eher animiert, auch was zu sagen und zu sprechen. Und auch so unbewusste Prozesse kann man da vielleicht so ein bisschen aufdecken. Wenn man es selber noch nicht ganz in Worte fassen kann, aufzeichnen, sein Stresslevel kann man meist ganz gut. Und ist natürlich auch mit anderen Methoden kombinierbar. Genau, wir lernen also, oder ich hoffe, ihr nehmt mit, dass studentische Partizipation den Shift vom Teaching to Learning unterstützen kann und dass mehrere Perspektiven auf jeden Fall vielfältige Ideen bringen können und auch viele kreative Lösungsansätze schaffen können. Und es gibt verschiedene Wege, studentische Partizipation zu ermöglichen, nicht nur diese paar, die wir heute aufgeführt haben, aber es zeigt sich halt, dass auch kleine Aktionen oder Interventionen große Veränderungen anstoßen können. Und wir bei Student2 haben die Erfahrung machen dürfen und sind auch dafür überzeugt, studentische Partizipation lohnt sich. So, das war's schon. Jetzt können wir schon zur Diskussions- und Fragerunde starten. Ich ergänze nur ganz kurz, wie du in den kommst. Genau, also im Sinne dieses Konferenz, ich hoffe auch von der Gespräch heute früher auf die Community Stage, ich weiß nicht, alle waren dabei, auch andere nicht, aber es ging um die Zukunft, die Lehre, die Zukunft, die Hochschule und wie man sieht, da hatten wir gehört, Partizipation ist so wichtig für alle Statusgruppen, Studierende, Mitarbeiterinnen, Verwaltung, Qualitätssicherung, Forscher, Lehrende, also die List ist long. Und das bietet einen Prozess, in dem man die richtig begleiten kann, diese Änderung zu machen. Weil das ist eine Rolländerung von diesen jeweiligen Tätigkeiten. Die sind nicht gewöhnt, das hatten wir auch gehört, die Verwaltung ist nicht gewöhnt vielleicht, Kontrolle wegzulassen. Also in diesem Prozess, durch diese Mischung von die Statusgruppen, aber diese offene und ehrliche Austausch kann nicht nur die neue Lösungen, aber auch die Problem neue Perspektive drauf. Und damit sind alle eingebunden, um auf diese neuen Lösungen gemeinsam zu arbeiten. Und deswegen wollte ich das nur unterstreichen, dass dieses Prozess ist ein strukturierter Weg, um Veränderung zu bringen. Wir können nicht sagen, was die Änderungen am Ende sind, aber damit können wir auf jeden Fall das gut begleiten. Dankeschön. Wir würden auch gern die Fragen in das hier anwesende Publikum geben. Der Chat denkt noch ein bisschen und deshalb euch einladen zu fragen, wenn ihr Fragen habt. Und wir haben da drüben mit Laura ein Mikrofon. Einfach die Hand heben, dann sehen wir euch. Ansonsten, während ihr nachdenkt vielleicht noch, würde mich interessieren, und ich hoffe, ich habe das nicht verpasst, wie ihr evaluiert, also wie stellt ihr fest, dass das funktioniert, dass das gut ankommt für die verschiedenen Stakeholdergruppen und vielleicht, wie könnt ihr euch vorstellen, auch sicherzustellen, dass
diese Prozesse nachhaltig verankert werden. Also das sind tolle Projekte. Wie bekommt man die in die Breite? Diese beiden Dinge würden mich persönlich interessieren. Soll ich den ersten? Achso, ja, gern. Du machst die ersten. Gut. Genau, also es ist ein Zwei-Jahres-Projekt und wir haben es leider nicht geschafft, sozusagen eine quantitative Erhebung zu machen und vorher zu sagen, okay, wir prüfen jetzt genau die Statistik hinterher, beziehungsweise ist der Zeitraum auch zu kurz, um wirklich eine nachhaltige, langfristige Wirkung festzustellen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben halt auch wieder die Studierenden befragt, gesagt, hey, wie war das für euch, merkt ihr jetzt Veränderungen, haben auch den Erstibrief zum Beispiel, den wir eingeführt haben, hinterher evaluiert, gefragt, die Studierenden, die es bekommen haben, wie ist der bei euch angekommen, fehlt euch da was, wie war das so, und haben auch mit TutorInnen und MentorInnen zusammen nochmal geschaut, was kann man da verändern, und haben halt hinterher sozusagen Interviews durchgeführt in Bezug auf, wie erlebt ihr selbst die Veränderung, ist da schon was passiert oder noch nicht und wie kommt es so bei den Studierenden an, wird die Kennenlernphase zum Beispiel gut aufgefasst, gibt es jetzt da bessere Gruppenbildungsmöglichkeiten oder ist es eher schwierig, also haben das eher sozusagen qualitativ noch erfasst, genau. Und die Implementierung kannst du. Super. Ich will das nur kurz auch ergänzen. Das ist nicht nur, man muss nicht immer nachher schauen. Mhm. Man kann auch vorher in die Literatur schauen und auf Basen was anderes aufbauen. Und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Mhm. Also die Methodewoche, das war nicht nur ausgedacht, sondern wir haben schon in der Forschung geschaut, was steht in der Literature, und das einfach angewendet. Insofern kann man anhand dieser Forschung einer gewissen Evaluation schon ist mit sich drin, die man dann anwendet. Man muss nicht immer von vorne. Mhm. Und damit hat man einen guten Startpunkt. Und dann macht man eben die Qualität dazu. Und da sagt er auch, die Lehrenden sind manchmal natürlich nicht rigoros Forschungsergebnissen, aber die Lehrenden haben diesen Kurs 5-mal gelehrt, für 5 Jahren. Und wenn die sagen, ich merke einen Unterschied in dem Austausch mit dem Studierenden, das ist wert, auch wenn ich das vielleicht nicht statistisch unterlegen kann. Ja. Und so geht man muss denken an Evaluation vielleicht ein bisschen anders und eben nicht das alles kontrolliert in den kleinen Sinn, sondern das ist ein lifelong learning. Und die Prozesse, die wir gezeigt haben, beide haben wir, das fiel mir nur jetzt auf eigentlich, als du gesprochen hast, beide waren mit einem Zeitlauf. Also das war, um zu denken, was ist die Zeitlauf, die Studierenden? Wie sieht die ganze erste Semester an und nicht ein punktuell Platz? Wie sieht die ganze Studiengang an, und daran zu denken? Und da kann man nicht immer dann jede Kleinigkeiten genauso prüfen, wollte ich nur ergänzen. Und dann war die zweite Frage, glaube ich, wie könnte man diese in der Verbreitung? Mhm. Also mein Wunsch für 2040 wäre, dass man überlegt, eben, dass diese Veränderungsprozesse sind Prozesse, die immer mal wieder durchgelaufen sind und nicht nur als Checkbox-Exercise, sondern wirklich, dass man sagt, okay, da muss nicht jetzt jedes Jahr das ganze Cycle nochmal. Aber man kann gucken, weil da sind immer neue Herausforderungen, und gerade in 5 Jahren ist das Zeit so viel anders und die Studierenden sind auch anders, die jetzt anfangen. Mhm. Da wäre nochmal Zeit, sowas zu machen und zu begleiten. Und wenn die Uni merkt, die Stellen sollte ein Portfolio sein, nicht nur Mitarbeiter, die nur durch Forschung promoviert sind, und nicht nur Studierende und nicht nur Verwaltung, sondern die ein bisschen mehr gemischt, ein bisschen interdisziplinär arbeiten und nicht nur lehren. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Multiprofessionelle Teams, wie an der Schule. Genau. Ja. Genau. Dankeschön. Also die Methoden, die wir sozusagen, also zum Beispiel die Methodenwoche oder sowas, das sind auch Dinge, die Lehrpersonen an sich weitertragen, weil die davon begeistert sind, oder das Tutoring und das Mentoring hat auch teilweise Aufgaben übernommen, um das da sicherzustellen, und ansonsten versuchen wir halt auf Bühnen wie hier einmal sozusagen darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, mach das selber mal, und auf unserer Webseite teilen wir auch unsere Erfahrungen, damit das sozusagen möglichst weitergetragen wird und andere davon profitieren, genau. Ja. Es gab noch eine Frage im Chat, habe ich gerade gesehen, ob es schwierig war, Studierende initial zu motivieren, daran teilzunehmen. Ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, aber wie war die Akquise sozusagen oder der Beziehungsaufbau für das Projekt bei den Studierenden? Genau, also bei den Lehrentwicklungsprojekten an sich hatten wir das Glück, dass die Studierenden und Lehrpersonen sich bei uns beworben haben. Das heißt, die kamen schon mit einer bestimmten Motivation dahin und mit einem großen Engagement. Was die Blitzinterviews und sowas anging, gab es bei uns am Anfang auch Unsicherheiten, und auch bei den Fokusgruppen haben wir ja sozusagen offen eingeladen. Mhm. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die sehr offen sind. Also wir waren zum Beispiel an mehreren Tagen bei den Vorlesungen und haben davor und danach Interviews durchgeführt. Und
es hat sich scheinbar auch so ein bisschen rumgesprochen, hey, die machen ein cooles Projekt und die haben Fragen gestellt und es wurden irgendwie mehr, die auf uns zukamen, wahrscheinlich einfach durch diese offene Haltung und weil die gemerkt haben, wir haben wirklich Interesse daran und hören zu und waren da sehr ja, auch positiv, sage ich mal, überrascht, wie gut es gelingt. Wir hatten auch das Glück, dass wir selber Student Consultants ja im Projekt hatten, das heißt, wir hatten auch Studierende, die Studierende gefragt haben, die hat immer noch zwei Personen mehr befragen können als wir, weil das einfach nochmal ein anderes, vielleicht eine andere Augenhöhe ist, weil auch wenn man sagt, wir sind auf Augenhöhe, ist ja trotzdem immer so eine gewisse Hierarchie, die mitschwingt. Mhm. Aber das war sehr positiv und auch in den Fokusgruppen, auch wenn am Anfang so ein bisschen verhalten war, was passiert jetzt, was geht los, dadurch, dass wirklich spannende Themen waren und es immer um die Studierenden und ihre eigenen Herausforderungen ging, waren die halt total begeistert dabei und haben sich sehr, sehr engagiert, genau. Und könnt ihr da nochmal einsteigen? Gab es noch anderes Feedback über die Steigerung des Lern- und Lehrklimas hinaus? Also das, glaube ich, hattet ihr ja auch schon angesprochen, dass das sich sehr positiv verändert hat. Gab es anderes Feedback, wo gesagt wurde, das ist jetzt anders im Klima, in der Auseinandersetzung, in der Methodik? Habt ihr da Feedback bekommen? Also wir haben, also das, ich weiß nicht, ob das genau die Frage betrifft. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei der Methodenwoche, was wir eingeführt haben, bei der Bioinformatik, da haben wir richtig Pause gedrückt. Das spricht, die hatten eine Woche, wo die einfach keine Hausaufgabe hätte und keine große Anwand von neuem Material in der Vorlesung war. Sondern die Lehrenden haben richtig live gezeigt, wie die eigentlich ein Problem lösen wird, die sie vorher nicht gesehen hat. Und sie hat gestoppert und sie hat gedacht und so, okay, so will ich anfangen. Das war zuerst super schön für die Lehrende, dass sie diese Schwäche zeigen könnte, was keine Schwachen sind. Nein. Aber um die Studierenden zu zeigen, wenn ich als Dozierende 15 Minuten diese Probleme nicht lösen, dann natürlich könnt ihr das nicht nach 15 Minuten lösen, um diese Erwartungen besser anzupassen. Und wir haben die Studierenden gefragt, wie war es nach der Woche? Und viele hatten auch gesagt, einfach diese Auflösung von dem Druck, dass sie sich selber an sich gebaut haben. Und dass die teilweise in dieser Woche Hausaufgabe nachmachen könnte, weil das ist so schnell und die waren noch nicht so weit. Und die Lehrenden hätten auch eine Pause drücken könnte für deren eigene Lehre und gucken, wo sind sie jetzt. Also das war ein richtiger Benefit von beide Seiten. Und das ist schwer vielleicht zu messen, aber das heißt nicht, dass das unterschätzt sein soll. Mhm. Und vor allem, was ist richtig verloren? 90 Minuten Content? Das haben wir gerade gehört, dieser Wissenstransfer ist nicht mehr das Wichtigste, sondern wie lernt man und wie self-reflektiert man über das Lernen? Ja, ich glaube, eines der wichtigen Feedbacks war einfach, oder der positivsten Sachen auch einfach diese erhöhte Transparenz. Also sowohl Lehrende als auch Studierende haben uns zurückgemeldet, das ist ja spannend, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder als Lehrperson, ich bin ja offen für meine Studierenden und die wissen, dass sie auf mich zukommen können. Aber jetzt, wo ich Zeit dafür gebe und die wirklich die Zeit bekommen, von mir auf mich zuzugehen, kommt da viel mehr Input. Oder auch bei dem, wie gesagt, bei dem Problem, dass man dachte, Mathematikkompetenzen ist die größte Herausforderung. Und bei den Blitzinterviews ist dieses Thema tatsächlich nur ganz selten am Rande aufgetaucht. Und es waren ganz andere Herausforderungen, die da mehr im Fokus standen. Also einfach diese Aha-Momente, die da aufgetaucht sind, einfach nur, weil man sich Zeit genommen hat und wirklich interessiert, wenn dann ins Gespräch gekommen ist. Und das haben auch viele Studierende gesagt, dass sie dass sie sich wertgeschätzter gefühlt haben. Einfach dadurch, dass auch Feedback zurückkam und nicht eine Evaluation zum Ende des Semesters einfach verschwindet, sondern währenddessen was passiert und sie das Gefühl haben, sie können aktiv dabei sein und kriegen das auch wieder zurückgemeldet, was passiert jetzt damit. Und auch wenn nichts damit passieren kann, war das nicht schlimm, weil trotzdem irgendwie aber ein Feedback da war. Ja, genau. Also eine ganz andere Fehlerkultur, ein Beobachten des Prozesses, was ja auch ein Modeling ist. Ich lerne ja auch durch Beobachtung, Beziehungsaufbau auf Augenhöhe. Sehr schön. Es gab noch eine Frage, die würde ich gerne noch stellen. Inwieweit habt ihr mit bestehenden Strukturen, also der Verwaltung, dem AStA, zusammengearbeitet und die einbezogen? Und was waren da Herausforderungen? Ich kann anfangen und du ergänzt ihn einfach. genau, ein paar hatte ich ja schon genannt. Also wir haben vor allem mit dem Tutoring und dem Mentoring sehr eng zusammengearbeitet und auch mit der Ausbildungskommission, mit einzelnen Lehrpersonen, die Veranstaltung geleitet haben. Mit den Fachschaftsinitiativen haben wir uns so ein bisschen connected. Genau, und natürlich hat die Hochschulleitung auch regelmäßig Berichte bekommen oder wir haben da sozusagen geteilt, was wir so machen.
wir waren in verschiedenen Kommissionen und haben so ein bisschen vorgestellt, was wir machen und sozusagen angeboten, hey, wenn ihr selber dabei sein wollt oder Ideen habt, seid dabei. Ich glaube, Herausforderungen waren... 2 Minuten noch, bitte zum Ende kommen. Ich habe gerade, genau, alles gut. Waren vor allem die Lehrpersonen, genau, die sich am Anfang so ein bisschen... die vielleicht nicht ganz so offen dafür waren. Es wurde uns mitgeteilt von Studierenden. Und die meinten aber, wir haben es trotzdem gemacht. Und da, es hatten sich immer Menschen gefunden, die da irgendwie Lust drauf hatten. Und letztendlich, weil es ja so positive Effekte auch hatte, haben die Lehrpersonen dann mitgemacht und haben jetzt auch nicht irgendwie extra sich in den Weg gestellt oder sowas. Sondern es waren halt einige, die waren ein bisschen engagierter als andere und waren halt mehr bei Treffen dabei als andere Lehrpersonen, genau. Ja, und ihr hattet erwähnt, ihr habt eine Dokumentation auf eurer Website. Gibt es da auch, das wurde auch gefragt, gibt es da auch eine Methodendokumentation, einen Überblick zu den Methoden, die ihr benutzt habt? Einfach anschaulich, falls andere diese Methoden umsetzen wollen und ähnlich wie ihr agieren wollen. Genau, also eine Auflistung einiger Methoden haben wir schon vorgenommen. Bei manchen Methoden, wenn man darauf klickt, kann man auch schon ein paar Hintergrundinformationen finden. Bei einigen ist es noch im Aufbau, weil wir halt genau jetzt sozusagen mehr starten noch mit dieser Dokumentation und Aufbereitung. Also wer jetzt noch nicht alle Methoden findet, der kann gerne noch mal in einem Monat schauen und da werden auf jeden Fall mehr Methoden schon aufgetaucht sein. Und eine Frage, die ich übersehen hatte, ganz konkret und praktisch: Wie groß sollte denn so eine Fokusgruppe sein ungefähr? Habt ihr da Erfahrungen, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert? Hat bestimmt auch damit zu tun, wie das eigene Team aufgestellt ist. Könnt ihr dazu noch was sagen? Also ich meine, das hängt auch natürlich von dem Ziel ab. Also für Focus Groups spezifisch hätten unser Ziel war 2 Tischmoderatoren, also eine Studentin und ein Hochschuldidaktik. Und dementsprechend könnten wir in unserer Gruppe 2 Tischen decken und dann hatten wir gedacht, wenn wir wirklich, also wir waren nicht sicher, wie viel kommt auch bei Focus Groups, das ist auch so wieder, ist anders bei den Blitzinterviews, da ist es nur 2 Minuten, man geht hin, wo die sind. Da ist keine extra logistische Sache von der Studierendenseite vorgesehen. Von der Student Focus Group, da hatten wir ein bisschen Essen auch da geworben und Kaffee und wir wussten nicht, wie viel kam und wir haben gesagt, zur Not wären wir nicht 2 Tischmoderatoren, sondern 1 Tischmoderatoren, dann hätten wir 4 Tische haben können. Ja. Also dieses Agilität haben wir uns eingebaut. Und die Studiengänge an sich, ich glaube, das war schon von den Studenten uns gesagt, sind ungefähr Maßnahmen 60 bis 100 insgesamt, könnten die vorstellen, wird überhaupt auf dem Studium sein. Und dann welche von denen kommen wird an dem Tag. Also, und damit könnte man sagen, wenn wir 20, wahrscheinlich wäre die höchstens, die wir bekommen können. Und wir haben, glaube ich, 11 bekommen. Und damit kann man gut abdecken. Genau. Super. Die Literatur sagt 5 bis 10 Teilnehmende ungefähr. Aber es kommt darauf an, wie viele Menschen hat man, die sozusagen diese Gruppe leiten. Man kann ja auch parallel sozusagen das durchführen lassen an verschiedenen Gruppen. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht alle weiteren Fragen am Rande der Bühne. Toll, dass ihr alle dabei wart.